Ach, ich weiß gar nicht, ob das so neu ist als mediales Format, aber ich bin tatsächlich jemand, der viel im Internet liest. Ich finde Blogs toll, ich mag Gameblogs sehr, sehr gerne und ich mag tatsächlich auch noch Print. Also ich mag das Gefühl, dass das Print verbreitet und deswegen lese ich auch noch gerne Zeitschriften. Also Zeitschriften lese ich dann eher in der Badewanne. Das ist so der Vorteil daran, wenn die irgendwie dann verknittern oder so, ist Wurst, dann hat man vielleicht dann nur noch so einen Zelluloseklumpen irgendwie in der Hand. Aber ist dann halt egal, ja. Aber ich mag zum Beispiel auch bei meiner eigenen Publikation WASD die Atmosphäre, die sich verbreitet, die würde ich zum Beispiel jetzt nicht in der Badewanne lesen. Ich glaube, dass sich die Herausforderungen gar nicht so stark verändern. Also die Herausforderungen für Journalismus sind immer dieselben. Also man muss halt guten Journalismus machen. Es ist dann auch egal irgendwie, ob man über Games berichtet, über Fußball oder über Politik. Also man sollte immer den Anspruch haben, guten Journalismus zu machen. Und diese Herausforderung, die verändert sich nicht. Gut, natürlich, Medienunternehmen stehen dann vor größeren Herausforderungen. Die müssen halt Geld verdienen, klar. Also das ist vielleicht dann irgendwie für die ein Problem. Nur das hat jetzt erstmal irgendwie mit dem Journalismus an sich nichts zu tun. Man soll halt einfach versuchen, guten Journalismus zu machen. Scheißegal, ob man irgendwie bei YouTube irgendwie sein Gesicht in die Kamera hält, ob man jetzt schreibt für Print, ob man einen Blog macht. Man soll halt aufrichtig sein, kritisch, intelligent und vielleicht auch ein bisschen lustig. Also in der heutigen Zeit, wo jeder Sender und Empfänger ist, muss man sich halt dessen klar sein, dass man eben nicht nur konsumiert, sondern sozusagen auch produziert oder Sachen weiterverbreitet. Und dass vielleicht nicht ein Video auf einer konservativen amerikanischen Organisation, das sich mit Sexismus in Computerspielen beschäftigt und sagt, das gäbe es alles, vielleicht nicht das die Art von Videos, die man unbedingt verbreiten muss. Ja? Also man soll schon verantwortlich einfach mit dieser Rolle umgehen, die man eben auch als Verbreiter dann im Internetzeitalter hat. Und das betrifft natürlich viele Sachen, also auch bei Twitter oder in sozialen Medien. Das glaube ich schon, dass man selber ein bisschen vielleicht darauf achten muss, was das für Inhalte sind, wer dahinter steckt, ob das seriöse Quellen sind, ob die Fakten stimmen und nicht sozusagen auf Verdacht teilen sollte oder verbreiten sollte. Und man sollte es sich vielleicht vorher anschauen, das ist vielleicht dann auch noch ganz sinnvoll.